So, ihr Lieben, ich trete heute vor euch, um ein weiteres Format weiterzuführen, was mir tatsächlich durch Zufall wieder aufgefallen ist. Ey, da fehlt ja noch was und ich weiß, jetzt werdet ihr wieder sagen, naja, du fängst dir auch immer 1000 Formate an und dann führst du sie nicht zu Ende. Ja, aber gibt's Schlimmeres? Ja, von daher machen wir jetzt erstmal weiter mit allen Toten. Wir sind nämlich stehen geblieben bei Jurassic World und in diesem Fall alle Tode aus Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Wie in den Videos davor habe ich auch hier die Tode mal versucht, so gut zu ranken, wie es mir möglich war. Ich meine, ab jetzt fangen wir an, ey, Statisten sterben jetzt einfach massig. Also Jurassic World ist ja wirklich, wir werden es spätestens bei Jurassic World Dominion sehen, da wird es sehr schwierig, wirklich Namen zu nennen von gerankten Toten. Weil dann eben wirklich Statisten genannt werden müssen. Mit Statist Nummer 1, Statist Nummer 2, Statist Nummer 3. Hier geht's noch ein bisschen, aber es fängt so langsam an, dann doch aufzufallen, okay, die Tode waren hier irgendwann nicht mehr so wichtig. Und ich bin der Meinung, doch, eigentlich war Jurassic Park schon so ein Ding, wo man sich irgendwo auch, es hört sich falsch an, aber auf die Tode gefreut hat. Seien wir mal ganz ehrlich. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was Jurassic World 2 Fallen Kingdom uns an Toden liefern konnte. Viel Spaß mit dem Video. Zwanzig Tote in Jurassic World Fallen Kingdom. Wahrscheinlich sind sogar ein paar mehr. Es sind jetzt hier mehr so die Tote, die man auch wirklich merkt, die man, naja, die man sieht, mehr oder weniger. Und ich habe auch ein paar Tode mitgenommen, wo wir vielleicht nochmal streiten können darüber, ob das wirklich Tote sind oder eben nicht. Ihr werdet gleich merken, was ich meine. Jurassic World macht es mir da auch wirklich nicht unbedingt einfach. Fangen wir mit einem ganz klaren Tod an. Der letzte Platz, Platz Nummer 20, ist bei mir die Ziege, die in Jurassic World Fallen Kingdom den Tod findet durch Rexy, den Tyrannosaurus Rex. Warum ist der Platz so weit unten? Ganz einfach, weil ich es nicht mehr sehen kann. Wir haben die Ziege in Jurassic Park 1 bekommen. Da war das mehr, naja, da war das noch origineller gewesen. Es hätte auch im Endeffekt eine Kuh sein können, aber die haben dann ja die Velociraptoren bekommen. Die Ziege ist seit Jurassic World nur noch da, um uns daran zu erinnern, wisst ihr noch, wie cool früher alles war? Und ich hasse sowas, wenn ein Film auf einen besseren Film hinweisen muss, um uns dann zu sagen, das ist aber auch cool, weil früher war es ja auch cool. In diesem Fall ist es aber wirklich nicht cool. Ich kann die Ziege einfach nicht mehr sehen. Sie hätten doch einfach ein Schaf nehmen können oder ein Elch oder irgend sowas. Nein, sie haben sich aber für die Ziege entschieden, aus einem einzigen Grund, dass wir nostalgische Gefühle bekommen. Finde ich sehr schwach und sehr lahm. Von daher ist die Ziege bei mir ganz klar auf Platz Nummer 20. Haken wir Platz Nummer 19 und Nummer 18 mal gleichzeitig ab, denn das ist eigentlich eine Szene, in der aber zwei Tode passieren. Und hier haben wir jetzt den ersten Fall mit Statist Nummer 1 und Statist Nummer 2. Die beiden werden vielleicht irgendwelche Namen bekommen haben, vielleicht in irgendwelchen Lego-Sets oder sowas. Hier auf jeden Fall werden die Namen, meine ich, nicht genannt. Und zwar geht es hierbei um die beiden Kandidaten, die nämlich vom Blue gefressen werden. Und warum ist das so eine Szene, die mich anscheinend so sehr stört, dass sie so weit unten in der Rankingliste ist? Weil hier wieder klar wird, dass Blue einfach der nette Raptor von nebenan ist und immer nur die bösen Menschen tötet. Ja, Blue ist abgerichtet worden, vollkommen klar. Das heißt, Blue würde Owen sehr wahrscheinlich nichts machen. Allerdings ist Blue weder von dem Schreier als aber auch von seiner Kollegin irgendwie trainiert worden. Der Blue kennt diese beiden Menschen nicht. Die haben ihm zwar den Käfig oder die haben ihr zwar den Käfig geöffnet, aber trotzdem haben wir jetzt hier so den ersten richtigen Fall von wegen, Blue tötet einfach nur noch die Bösen. Mit Rexy haben wir das gleiche eben auch nochmal später. Ich mag's einfach nicht. Ich mag's einfach wirklich nicht. Wie gesagt, das ist eine Meinungssache. Ich verstehe, wenn Menschen sagen, doch, ich finde Blue super, eben weil sie so eine eigene Charakterisierung bekommen hat. Mein Fall ist es eben einfach nicht und von deswegen, ja. Und deswegen sind diese beiden Tode eben auf Platz Nummer 19 und Platz Nummer 18 gelandet. Auf Platz Nummer 17 haben wir Statist Nummer 3. Das ist der Fall hier. Der wird von einem Dino platt getrampelt, beziehungsweise wird er von allen Dinos platt getrampelt. Dazu muss ich gar nicht mehr sagen, oder? Ich meine, ey, Statist Nummer 3 ist tot. Ja, Platz Nummer 17. Platz Nummer 16 ist jetzt ein Fall, wo sich dann wahrscheinlich die Geister streiten werden. Die Geister scheiden werden, so heißt das Sprichwort, richtig? Denn hier geht's um den Tyrannosaurus Rex und den Carnotaurus. Der Carnotaurus ist in offizieller Liste
als Tod. Also diese Szene beschreibt den Tod des Carnotaurus. Ist nach offizieller Liste so angegeben. Ich zweifle da ein bisschen dran, aus folgendem Grund, dazu kommen wir später noch. Ich erkläre vielleicht erstmal, warum dieser Platz so weit hinten ist bei mir, weil er eben nur für diesen einen Shot da ist. Dieser Kampf ist nur dafür da, damit sie diesen Rexy-Moment aufs Cover, aufs Poster oder als Hintergrund für irgendwas anderes benutzen können. Das ist der einzige Grund dafür. Und der Kampf ist schon ziemlich blöd, weil im Hintergrund gerade ein Vulkan explodiert und auch Tiere nicht so doof sind, dass die jetzt hier denken würden, oh komm, wir kämpfen halt nochmal ganz kurz. Das ist einfach eine sehr dämliche Szene, bei der man wirklich auch nicht unbedingt das ignorieren kann, beziehungsweise es heißt ja immer, da muss man halt mal irgendwie die Augen zusammenkneifen. Hier kannst du beide Augen zusammenkneifen, trotzdem ist die Szene immer noch sehr dumm. Deswegen ist die so weit hinten. Der Grund, warum ich der Meinung bin, dass dieser Carnotaurus hier nicht stirbt, ist ganz einfach der, dass der eben später nochmal auftaucht. Es kann ein anderer Carnotaurus sein, ich weiß es aber nicht. Der ist auf jeden Fall als offiziell tot hier gelistet, deswegen nehme ich ihn auch mal hier als offiziell tot mit rein und finde, das ist eben verdienter Platz Nummer 16 müsste es jetzt sein. Auf Platz Nummer 15 haben wir einen ähnlichen Shot, der aber wesentlich cooler ist, der auch ein bisschen mehr Sinn ergibt. Und das ist nämlich dieser hier. Ja, das ist der Löwe und der Tyrannosaurus Rex. Warum der Shot cool ist? Naja, ganz einfach, weil wir jetzt hier den König der Tiere haben, unserer heutigen Zeit, gegenüber dem König der Dinosaurier aus der damaligen Zeit. Ist schon irgendwie ganz cool gewesen. Ist es nur ein Money-Shot? Definitiv ja. Hat man den benutzt, um im Trailer irgendwie, naja, uns glauben zu lassen, wir gehen jetzt raus in die offene Welt. Ja, sind wir in die offene Welt gegangen? Nett wirklich. Aber trotzdem ist der Shot ziemlich cool letztendlich gewesen. Warum ich diesen Shot jetzt hier mit reingebracht habe? Obwohl das Tier nicht tot ist, zumindest sehen wir es ja nicht wirklich, dass der Löwe hierbei stirbt, ist ganz einfach der Grund, dass ich mir diese Szene mal ein bisschen weiter gedacht habe. Was meint ihr passiert jetzt hier als nächstes? Ganz ehrlich, ich meine ja, da ist irgendwie eine Schlucht zwischen den beiden, aber ich meine, das ist auch ein Zoo. Rexy wird da irgendwie hochgekommen sein und in meiner Vorstellungskraft ist dieser Löwe Rexy zum Opfer gefallen. Aus diesem Grund hier Platz Nummer 15 und ja, auch hier können wir wieder streiten. Was meint ihr? Ist der Löwe wirklich gestorben oder sagt ihr, nee, der lebt noch? Auf Platz Nummer 14 habe ich einen Dinosaurier gerankt, der später noch einen cooleren Auftritt hatte. Jetzt wird's wirklich heftig. Für die Leute, die den Allosaurus total lieben. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der sagt, ja, was sie in Jurassic World mit dem Allosaurus gemacht haben, ist total respektvoll und toll. Bei mir fängt schon an mit dem Design vom Allosaurus. Ich finde das extrem schlecht. Gefällt mir gar nicht. Sie haben es dann später in Battle at Big Rock ein bisschen besser gemacht. Und auch in Dominion sah er ein bisschen besser aus. Hier allerdings gar nicht. Und ich habe mich halt gefragt, okay, kriegt der Allosaurus jetzt hier eine spezielle Rolle? Denn auch hier wurde natürlich wieder angepriesen, ja, sowohl der Baryonyx als auch der Allosaurus bekommen hier beide eine spezielle Szene, einen speziellen Auftritt. Der Baryonyx, dazu kommen wir dann später auch noch, bekommt seinen Auftritt eben da in dieser Lava, der auch, ja, okay war. Der Allosaurus allerdings nicht. Der Allosaurus rennt hinter einer Sphäre her und bekommt dann auf einmal aus dem Nichts heraus einen Lavaklumpen an den Körper geschossen und stirbt dann daraufhin einfach. Und das war, das weiß ich noch, im Kino damals wirklich so ein kurzer Schockmoment, weil ich mir gedacht habe, okay, der hat mir so ein bisschen leid getan. Also die Saurier generell tun einem eben ziemlich leid, wenn die Insel in die Luft fliegt. Und ich habe mir einfach nur gedacht, das kam sehr aus dem Nichts. Ich mag Jumpscares nicht, ich finde das eine sehr faule Art und Weise. Hier hat es aber eben irgendwie Sinn gemacht. Und mich hat das damals im Kino einfach schon irgendwie getroffen, wenn man sieht, wie das Tier auf einmal dann zu Boden geht und im Hintergrund der Vulkan weiter ausbricht. Aus diesem Grund ist das hier Platz Nummer 14. Auf Platz Nummer 13 haben wir dann den Baryonyx. Ja, auch hier sehen wir nicht, wie der Baryonyx wirklich stirbt. Aber das kann man sich tatsächlich mehr zusammenreimen als bei anderen vorherigen Ranken oder Rängen. Weil hier nämlich einfach mal Folgendes passiert. Der Baryonyx taucht auf unterirdisch in diesem einen Bunker oder in dieser Kommandozentrale, wo, ich vergesse die Namen als, Franklin war sein Name, glaube ich, gewesen. Genau, wo Franklin und Claire versuchen, ich weiß auch nicht mehr, was sie da wirklich gemacht haben. Auf jeden Fall kommt dann eben der Baryonyx da reingelaufen. Und an sich ist das eine relativ coole Szene, die auch von der lichten Dunkelheitsstimmung her sehr schön abgestimmt ist. Wir haben dann eben die Lava, die dann da reinläuft in diesen Raum und der Rest ist alles relativ dunkel und wir sehen dann auch immer mal durch diese Lavaschleier kurz die Silhouette des Baryonyx aufleuchten, was echt nicht verkehrt gemacht ist. Allerdings finde ich, das wirkt jetzt hier mehr wie ein Monster-Movie.
Aus dem Grund auch, dass der Baryonyx scheinbar einfach seinen Kopf durch die Lava durchstecken kann, ohne wirklich Schaden davon zu nehmen. Das ist eine Sache, die nicht nur mir aufgefallen ist. Die fällt auch sehr vielen von euch da draußen auf. Sogar die Leute, die sagen, Jurassic World ist doch super geil, bemängeln diese Szene, weil sie einfach ein bisschen fremd wirkt zum restlichen Film. Weil auch Jurassic World, so seltsam die Filme auch meiner Meinung nach immer wieder mal sind, versucht auch Jurassic World, sich irgendwo an bestimmten Regeln festzuhalten. Hier nicht mehr. Hier sind die Regeln vollkommen egal. Er kann seinen Kopf durch die Lava durchstrecken. Er spürt zwar anscheinend den Schmerz, aber mehr auch nicht. Ist schon ein bisschen komisch. Allerdings haben wir hier eigentlich eine relativ gemeine Szene, weil Claire und Franklin nämlich Folgendes machen. Sie klettern aus diesem Bunker oben raus, sehen, wie der Vulkan noch in die Luft fliegt, schaffen es zu flüchten und sperren den Baryonyx aber innen drin ein. Ich meine, ja, der Baryonyx hätte irgendwo auch noch die Chance gehabt, irgendwo aus dem Tunnel rauszukommen, da wo er eben auch reingekommen ist, und zu flüchten. Ich meine, wir sehen ja später auch noch, wie ein Baryonyx von der Insel weggebracht wird, aber auch hier wird dieser Baryonyx als offiziell tot angegeben. Würde ich da widersprechen, weiß ich hier halt nicht. Also wie gesagt, er könnte natürlich irgendwie rausgekommen sein. Ich meine aber, das ist alles von der Zeit her. Die Insel geht relativ schnell danach in die Luft. Das wäre wahrscheinlich eh ein bisschen eng geworden. Von daher, ja, habe ich auch diesen jetzt hier auf den Platz Nummer 14 gelegt. Platz Nummer 13 ist eines der wenigen Male, wo wir wirklich Blut in Jurassic World sehen. Denn auf Platz Nummer 13 sehen wir, wie Blue einen weiteren Statisten, in diesem Fall Statist Nummer 4 müsste es jetzt sein, umbringt. Nämlich denjenigen, der mit unserem neuen Bösewicht, dem neuen Roland, unterwegs ist, um eben Blue einzufangen. Und Blue rastet dann mal ganz kurz zwischendurch aus, springt auf den Mann drauf. Und dann sehen wir eben auch, wie Blue ihm wirklich das Gesicht zerreißt. Also man sieht es jetzt nur von hinten. Und plötzlich fliegen dann so Bluttropfen in die Kamera. Ist es krank, wenn ich sage, dass das irgendwie mal ganz schön war, auch wieder ein bisschen härtere Szenen zu sehen? Aber ich meine, ey, ganz ehrlich, Jurassic Park war eben genau das gewesen. Jurassic Park hatte Szenen gehabt, wie die von Mr. Arnolds Arm, der auf einmal auf Ellies Schulter gelandet ist. Wir hatten Eddie Carr, der in zwei Hälften gerissen wurde. Diese Szenen gab es eben in den Jurassic Park Filmen. Wir hatten sogar in Jurassic Park 3 einfach die Szene mit Ben Hildebrand oder hier mit Mr. Udesky, der das Genick gebrochen bekommen hat. Die Szenen waren ja einfach da. Und da habe ich bei Jurassic World immer mal so ein bisschen bemängelt, dass das alles viel zu familientauglich ist. Die Tode werden meistens so irgendwie hinter irgendwelchen Stühlen dann abgefilmt, damit man eben nicht sieht, was da wirklich passiert. Hier hat man jetzt das erste Mal wieder seit Jurassic World 1 einen guten Eindruck davon bekommen, wie kraftvoll auch so ein Velociraptor wirklich ist. In Jurassic World 1 haben wir eine Szene bekommen mit dem Indominus Rex, wo der die Typen, die Soldaten im Baum geschnappt hat und dann eben auch zerdrückt hat und das Blut heruntergelaufen. Ey, es sind einfach Szenen, die mögen manche nicht unbedingt brauchen, weil die vielleicht dann auch ein bisschen zu heftig sind. Aber ich sag ja, es geht hier um Dinosaurier, die einfach Menschen fressen. Ja, passt einfach. Der nächste Platz, ich werde es jetzt hier einfach mal einblenden, weil ich jetzt gerade ein bisschen die Orientierung verloren habe, welcher Platz es jetzt ist. Platz Nummer 13 oder Nummer 12, ich werde es hier auf jeden Fall einblenden, ist ein weiterer Tod, den wir nicht wirklich gesehen haben. Und zwar ist das der Tod von Statist Nummer 5, der auf einem Surfbrett über eine Welle surft und dann eben der Mosasaurus von hinten auftaucht. Seien wir mal ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass der Surfer das überlebt hat, ist nahezu null. Wir sehen, wie die Schnauze des Mosasaurus aus dem Wasser herausragt. Der Surfer fällt sogar noch vom Surfbrett runter, weil er eben das Tier hinter sich sieht. Und dann ist die Schnauze schon fast über ihm und dann gibt es eben einen Cut woanders hin. Denn wir wollen ja Tode nicht zeigen. Wir sind ja Jurassic World und wir wollen ja auch familientauglicher sein. Trotz allem ist das hier ein ganz klarer Tod meiner Meinung nach. Und für mich war das damals wirklich eine der geilsten Szenen aus dem gesamten Film. So weit unten allerdings, weil diese Szene zu nichts führt. Also die Szene wird weder später nochmal irgendwie wichtig. Ich hätte mir vorstellen können, dass Jurassic World Dominion tatsächlich mit dieser Szene nochmal anfängt und die ein bisschen mehr ausbaut, aber damit passiert gar nichts mehr. Sie war aber einfach wirklich imposant, um mal zu sehen, wie auch so ein Meerestier in freier Wildbahn wirklich aussehen könnte. Hat mir sehr gut gefallen und ich finde es immer noch schade, ja, dass wir später auch in Jurassic World Dominion das Tier leider total verheizt haben. Und ja, in diesem Sinne ist es, glaube ich, ein ganz fairer Platz dafür. Der nächste Platz ist eine Szene, bei der jetzt alle sagen werden, ach komm, das war doch wirklich billig. Das hat jeder kommen sehen und ich muss auch sagen, natürlich hast du das irgendwie kommen sehen. Und zwar geht es um die Szene zu Beginn des Films, wo die Gruppe von Leuten versucht, mit einem U-Boot DNS durch die Knochen vom Indominus Rex
an die DNS eben zu gelangen und dann auch diese Knochen quasi zerteilt und diesen einen Knochen klaut. Plötzlich taucht von hinten wieder der Mosasaurus auf und man sieht einfach nur, wie das Licht von dem U-Boot ausgeht und dann weiß man, okay, das Tier hat auf jeden Fall gerade das U-Boot gefressen. Ist es realistisch? Also kann das Tier ein U-Boot fressen? Wahrscheinlich nicht. Wird irgendwie schwierig sein, aber trotz allem, das ist so eine Szene, bei der ich irgendwie immer so an diesen weiße Hai-Flair denken muss. Irgendwas taucht einfach aus dem Hintergrund auf, aus dem Dunklen auf. Ich mag diese düsteren Wasserszenarien, deswegen gebt mir bitte einen Film, Jurassic Deep, wie auch immer. Ich würde sehr gerne sehen. Ich fand die Szene echt ganz nett, obwohl man sie hat vorhersehen können, weil die aber auch wieder im Trailer verheizt wurde. Zum einen hat sie mir wirklich sehr gut gefallen. Auf dem nächsten Platz haben wir Statist Nummer 5 und 6 müssten es jetzt sein, oder 6 und 7. Das sind die beiden hier, die vom Indoraptor gefressen werden. Und auch hier muss ich wirklich wieder sagen, ich bin kein Fan von Jumpscares. Ja, Jumpscares sind eine billige, langweilige Art, um Horror vorzutäuschen. Aber hier hat es irgendwie funktioniert, weil ich mich damals echt erschrocken habe. Obwohl die Szene sogar im Trailer war, da ist sie aber ein bisschen anders abgelaufen, meine ich. War das Ganze doch hier sehr, es war mehr lustig tatsächlich, als wirklich unheimlich. Aber sie hat für mich einen super coolen Impact gehabt, nämlich, dass das Tier komplett Amok läuft. Der Indoraptor ist halt kein normaler Dinosaurier. Er ist eigentlich gar kein Dinosaurier, sondern ein Hybrid-Mischwesen, ein Monster im Endeffekt, der gerade komplett Amok läuft durch die gesamte Villa von Mr. Lockwood. Und das fand ich schon sehr imposant und eben auch irgendwo lustig, wo die einfach dann, während Owen und Claire und Macy da mit den anderen Leuten und mit Mr. Mills sprechen, auf einmal mitten im Satz der Indoraptor durchgerauscht kommt und eben dann diese beiden Statisten tötet. Hat mir irgendwie dann doch ganz gut gefallen, von daher ist der Platz jetzt hier so weit oben, obwohl er eigentlich sehr billig ist, aber trotzdem für mich funktioniert hat. Ein Platz höher habe ich jetzt eine Szene gerankt, die wieder eine sehr dumme Prämisse hat. Aber die an sich hätte cool sein können oder von der die Grundprämisse eigentlich ganz cool ist, nur der Grund, warum das passiert, ist total bescheuert. Hierbei geht's um diese Figur hier, die sogar einen Namen hat. Ich werde ihn hier mal einblenden, weil ich ihn mir nicht gemerkt habe. Auf jeden Fall hat er mit der Auktion zu tun. Er ist quasi der Auktionär, der eben dann auch die Saurier an die Kunden verkaufen soll und den Hammer schwingt und den Hammer schlägt. Und der Indoraptor bricht dann eben später aus seinem Gefängnis und dieser Herr versucht vor dem Indoraptor zu fliehen und flüchtet sich dann daraufhin in einen Aufzug, dreht sich um und sieht dann an den Seiten, wie sich auch andere von diesen Aktionären oder von den Leuten, die eben an der Auktion mit teilgenommen haben, auch im Aufzug verstecken. Und dann passiert Folgendes, er macht den Aufzug zu und bevor sich der Aufzug aber wirklich richtig schließen kann, klatscht der Indoraptor aus Versehen, das war nicht mit Absicht. Erzählt mir nicht, dass es mit Absicht gewesen ist. Das war definitiv aus Versehen. Mit seinem Schwanz gegen den Aufzugschalter macht ihn kaputt und deswegen geht dann das Tor wieder auf. Und der Typ steht dann eben mit dem Rücken zum Indoraptor. Das Tier baut sich eben auf, brüllt einmal. Und die Personen werden dann eben alle, es sind glaube ich insgesamt 5, werden dann eben auch alle gefressen. Und mir hat die Szene gefallen. Ich mochte eben nur den Grund nicht, warum diese Tür wieder aufgeht. Hätte man die nicht einfach auflassen können? Also dieser Moment, wo die einfach zugeht, nur um dann wieder aufzugehen, war halt schon dumm gewesen. Aber die Szene an sich hat mir doch ganz gut gefallen. Gerade eben, wie dann der Typ versucht zu flüchten, sich nochmal umdreht und dann eben links und rechts sieht, ey, da sind auch noch andere Leute, die sich da irgendwie verstecken. Und eigentlich bekommt der Indoraptor das ja auch alles nur mit, weil die Frau anfängt zu schreien. Das ist so der Ursprungsgrund eigentlich. Und mir hat das echt ganz gut gefallen. Das war halt so typisch Monster-Movie, aber es ist halt auch irgendwie ein Monster-Movie. Und wenn ein Film sagt, okay, wir machen jetzt hier auch ein paar trashige Szenen mit rein, dann kann man das, glaube ich, auch wertschätzen, dass die trashigen Szenen doch dann einen guten Trash-Faktor geliefert haben. Hat mir auf jeden Fall echt gut gefallen. Der Tod des Indoraptor selbst ist auf dem nächsten Platz, weil ich den nicht verstehe. Ich verstehe nicht, was in dieser Szene wirklich passiert ist. Trotz allem ist der Platz so weit oben, weil er doch sehr cool aussieht. Wir sprechen erstmal ganz kurz darüber, was ich denn an diesem Tod wirklich so toll finde oder was ich daran gut genug finde, um ihn eben so weit oben zu platzieren in diesem Ranking. Das ist tatsächlich der Fall, im wahrsten Sinne des Wortes, der Fall des Indoraptors mit Blue zusammen. Das hat so eine relativ schöne, heroische Phase, wo die beiden dann eben durch das Glas durchkrachen und sich dann eben nochmal in der Luft drehen, dann der Indoraptor von dem Skelettkopf des Triceratops aufgespießt wird und Blue noch auf ihm draufsteht, im Hintergrund blitzt alles. Ist schon sehr schön,
im Gesamten. Das ist auch nicht so ein sinnloser Hintergrundshot, wie jetzt hier mit dem T-Rex, dem Carnotaurus. Hier hat es irgendwie Sinn ergeben. Ich verstehe hier nur nicht, was da passiert ist. Also, wir müssen mal zusammenfassen. Lass uns gerade nochmal kurz zusammenfassen, was jetzt hier eigentlich Sache ist in der ganzen Szene. Wir sehen, wie Claire an eine Waffe kommt, die ja, wie wir vorher herausgefunden haben, den Indoraptor kontrollieren kann. Damit kann sie einen Laserpointer auf Ziele richten und durch das bloße Abdrücken kommt ein Geräusch aus der Waffe und der Indoraptor rennt dahin, wo Claire das Tier jetzt hinlocken würde. Warum zielt sie mit der Waffe auf Owen und drückt ab? Ich verstehe es bis heute nicht. Und tut noch so, als wäre das eine schlaue Idee gewesen. Hätte sie nicht einfach im Endeffekt direkt nach unten zielen können? Oder ganz weit weg in den Wald und das Vieh wäre einfach weggerannt? Dann wäre es halt irgendwo im Wald verschwunden. Sie hätte aber mit der Waffe hätte sie quasi alles machen können. Und sie kommt auf die glorreiche Idee, ich ziele damit auf Owen, in der Hoffnung, dass der rechtzeitig wegspringen kann, in der Hoffnung, dass das Glas dann auch nachgibt und einbricht. Sind ein bisschen viele Zufälle. Das fand ich schon ziemlich doof. Aber die Szene an sich ist eben dann doch relativ schön gewesen, von daher ist der Platz, denke ich mal, verdient. Benjamin Lockwoods Tod ist auf dem nächsten Platz, weil ich mit der Mann irgendwie leid. Benjamin Lockwood scheint mitunter einer der wenigen Menschen zu sein, zusammen mit Ian Malcolm, Ellie Sattler und auch Alan Grant, die begriffen haben, was für eine Schnapsidee es ist, einen Jurassic Park aufzubauen. Beziehungsweise war Benjamin Lockwood ja noch am Start gewesen, als John Hammond die Idee hatte, den Jurassic Park aufzubauen. Er ist dann aber abgesprungen, wo es dann irgendwie zu weit ging mit der Gentechnologie. Also er ist quasi, dann ist der Mann doch nicht so schlau. Der ist quasi damit am Ball geblieben, als es darum ging, Gentechnik zu benutzen, um einen Zoo mit prähistorischen Sauriern zu erschaffen. Da war er noch mit am Ball und ist dann aber abgesprungen, als es darum ging, die Genforschung zu benutzen, um weiter zu forschen, quasi auch Krankheiten zu heilen und sowas. War das nicht der Fall? Oder ist er doch schon so weit vorne abgesprungen von der ganzen Nummer? Doch, natürlich, natürlich. Er war deswegen auch nicht mehr in Jurassic Park 1 zu sehen, laut dieser Lore, die dazu gedichtet wurde, weil Benjamin Lockwood schon in Jurassic Park nicht befürwortet hat. So ist es gewesen. Ja, und dieser Mann wird dann eben komplett in das Licht geführt und mir hat er wirklich leid getan, weil er ja gar nicht versteht, was gerade passiert. So im Keller ist alles voller Dinosaurier und er rafft es halt nicht und wird dann auch noch von seinem eigenen... Was war Mr. Mills eigentlich für ihn gewesen? Wird er auf jeden Fall dann auch noch umgebracht mit dem Kissen. Und ja, mir hat es echt leid getan. Außerdem sehen wir das gar nicht so häufig in den Jurassic-Filmen, dass wirklich ein Mensch einen anderen Menschen tötet. Deswegen war das hier jetzt schon eine relative Seltenheit und ich habe es nicht kommen sehen. Ich dachte nicht, dass Mr. Mills jetzt wirklich die Eier hat und Benjamin Lockwood umbringt. Von daher, ja, muss ich wirklich sagen, fand ich eine ganz coole Szene. Auch von der Tonart her. Und hier hat es auch wirklich gepasst, dass man eben nur sieht, wie er das Kissen nimmt, in die Kamera läuft und dann gibt es einen Schnitt auf die nächste Szene. Und wir wissen alle, okay, der bringt jetzt gerade Mr. Lockwood um. Der Tod von Mr. Mills selber ist bei mir auch natürlich im Ranking mit dabei. Und den habe ich jetzt auf den nächsten Platz gerankt. Und ja, ich meckere sehr häufig darüber, dass Rexy nur noch Heldenmomente bekommt. Und Rexy ist nur noch dann dafür da, um irgendwie den letzten Bösewicht zu töten. Ich meine, das ziehen sie ja wirklich durch bis Jurassic World Dominion mit dem Giganotosaurus, wo Rexy auf einmal auch wieder aus dem Nichts heraus auftaucht und sie haben es in Jurassic World 1 gemacht und Rexy ist nur noch dafür da, um quasi die Menschen zu retten und betröppelt zu gucken und dann wegzumarschieren. Okay, finden wir uns damit ab, das macht sie im Endeffekt auch hier und sie tötet Mr. Mills, aber auf eine Art und Weise, die ich dann doch sehr amüsant fand. Das war natürlich eine Szene, die erneut wieder einmal ein gewaltiger Callback an Jurassic Park 1 sein sollte. Ich meine, ist euch aufgefallen, dass Rexy sich hier spiegelverkehrt, aber trotzdem in genau derselben Position hinstellt, wie auch in Jurassic Park 1, wo dann eben das Banner von oben runterfällt und dann brüllt sie ins Nichts. Das macht sie auch hier, nur dass es halt hier keinen Grund dafür gibt und dass da auch nichts mit passiert im Endeffekt. Aber kurz vorher packt sie eben Mr. Mills und ich konnte diesen Bösewicht nicht leiden. Ich meine sogar, abgesehen von Cash, den finde ich den schlimmsten und schlechtesten Bösewicht, den ich, glaube ich, jemals in irgendeinem Film oder einer Serie gesehen habe, ist Mr. Mills der Nächste. Ich fand den unfassbar schlecht. Ich fand alleine schon die Idee bescheuert, dass Claire ihm auf den Leim geht und denkt, das ist bestimmt ein guter Kerl, der möchte auf jeden Fall die Dinosaurier retten. Dieser Kerl strahlt von Anfang an eine widerliche Bosheit aus,
die aber auch nicht cool ist. Es gibt diese coolen Bösewichte, die man einfach gerne sieht. Das ist keiner davon. Das ist wirklich keiner davon. Ich habe jede Szene, wo der eingeblendet wurde, habe ich mir gedacht, oh nee, ey, bitte nicht. Und ich war froh, wo er dann wirklich weg war. Also man hätte ganz kurz auch glauben können, dass der auch in Jurassic World Dominion noch eine Rolle spielen würde. Gott sei Dank nicht. Da bin ich dann doch froh, dass wir Lewis Dodgson bekommen haben. Aber ja, der Tod von Mr. Milt hat mir ja doch sehr gut gefallen, weil er für mich einfach notwendig war. Diese Figur war notwendig, aus der Jurassic-Geschichte zu streichen. Statist Nummer 6 müsste es jetzt sein. Sind wir schon bei Nummer 6 angekommen? Ist auf dem nächsten Platz. Hier haben wir einen Mann, der von einem Tyrannodon gepackt wird. Und ich kann über die Szene gar nicht viel mehr sagen. Aber ich fand sie einfach nur cool, weil sie so ein bisschen Wucht reingebracht hatte. Der Tyrannodon packt diesen Mann, schleppt ihn eben dann nach oben, lässt ihn einfach fallen und man denkt, okay, der fällt jetzt irgendwie auf den Boden und bleibt einfach liegen oder steht vielleicht auch wieder auf. Nein, der Mann schlägt mit voller Wucht auf das Auto von Mr. Mills ein und die Scheibe vorne platzt. Es hat so einen richtig schönen Schlag gegeben. Die Szene finde ich einfach nur cool. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Kommen wir jetzt zu den Top 4 Plätzen. Auf Platz Nummer 4 haben wir hier unseren neuen Mr. Rowland. Ich habe seinen Namen auch nicht mehr auf dem Schirm, weil er einfach wirklich Mr. Rowland imitieren soll, nur jetzt halt wirklich als ganz klarer Bösewicht. Und da muss ich auch sagen, ja, er ist kein guter Bösewicht, er ist extrem austauschbar, aber sein Tod ist wirklich cool. Denn hier sehen wir zum allerersten Mal, was den Indoraptor wirklich zu einem Monster macht. Das Tier schafft es nämlich, naja, zum einen auch bei uns als Zuschauer so eine Verwirrung auszulösen, weil der Indoraptor guckt wirklich in die Kamera und fängt einfach an zu lächeln. Mehr Monster kannst du nicht sein. Und ich weiß, da gibt es viele, die sagen, das ist mir zu viel gewesen, dass der Indoraptor quasi die vierte Wand durchbricht und uns als Zuschauer anschaut. Ich muss sagen, nein, ich fand das ziemlich cool, weil das Tier auch als Monster aufgebaut wurde. Das Tier wurde mysteriös aufgebaut, wir wussten nicht, was kann der jetzt wirklich. Das hat schon irgendwie gepasst. Noch dazu muss ich sagen, dass hier die animatronische Puppe des Indoraptors wirklich extrem geil aussieht. Und wie er dann eben auch den Soldaten packt, nach oben zieht und ihm einfach den Arm rausreißt. Das ist so eine Art von Gewalt, die muss ein Jurassic-Film irgendwie dann doch drin haben, weil nochmal, es geht hier um fleischfressende Saurier, die eben Menschen jagen. Das ist eben einfach so. Und da ist jetzt passend zu den Top 3 Plätzen meines Todesrankings der Akku von der Kamera leer gegangen. Deswegen jetzt hier im schönen neuen Dress. Wir machen jetzt direkt weiter mit den Top 3 Toten aus Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Und ihr werdet jetzt eventuell schon sagen, Moment Tobi, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wo ziehst denn du jetzt noch 3 Tode heraus? Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Platz Nummer 2 ist ein sehr spezieller und sehr besonderer Tod. Allerdings haben wir hier erst nochmal Platz Nummer 3 zu besprechen. Und das ist ganz einfach der Tod des Brachiosaurus aus Jurassic Park 1. Ja, ich habe mich hier nicht versprochen. In Jurassic World Fallen Kingdom sehen wir, wie derselbe Brachiosaurus, den wir auch in Jurassic Park 1 sehen, den Tod findet, weil er eben zurückgelassen wird auf der Isla Nublar, während der Vulkan ausbricht. Und das ist wirklich eine Szene, die mich in diesem Film wohl am meisten an so eine Spielberg-Jeste-Art erinnert. Ich weiß, es ist auch wieder reiner Fanservice. Warum musste es genau der Brachiosaurus sein? Warum muss er genau denselben Move machen wie auch in Jurassic Park? Weil Jurassic World das immer macht. Jurassic World will uns vor Augen führen, ja, wisst ihr noch, wie cool alles früher war, und ruht sich darauf so ein bisschen aus. Das ist okay, wenn man irgendwie beide Augen sehr stark zukneifen kann. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier mit dem arbeiten, was wir eben bekommen. Und ich finde, dass diese Szene diesen Bogen trotz allem sehr schön schließt. Also hier haben wir einen Fanservice, der einfach funktioniert, weil das quasi der Dinosaurier ist, mit dem wir die Isla Nublar damals angefangen haben zu entdecken, mit dem wir die Isla Nublar damals kennengelernt haben, mit dem, naja, gehen wir jetzt auch gemeinsam mit der Insel unter. Und der gesamte Aufbau dieser Szene, wenn dann eben auch alle auf dem Boot stehen und viele regen sich darüber auf, dass Claire nicht wahrgenommen wird, ja, weil Claire versteckt sich ja auf dem Schiff. Und viele sagen dann eben, na, wie unrealistisch, dass das keiner mitbekommen hat, dass Claire da einfach rumsteht. Und ich denke mir, nein, das ist überhaupt nicht unrealistisch, weil die Leute gerade abgelenkt sind. Die Leute starren gerade auf dieses Tier, das vor ihren Augen um Hilfe schreit und einfach nur von den massigen Lava-Glut-Aschewolken verschlungen wird und dann eben den grausigen Tod findet. Es ist eine wirklich dramatische Szene und ich muss sagen, wenn ich jetzt grob drüber nachdenke, ist es vielleicht sogar die dramatischste Szene in der gesamten Jurassic World Trilogie oder vielleicht sogar vom reinen, vom filmischen her, von der Musik und allem drum und dran, wahrscheinlich sogar die emotionalste Szene der gesamten Jurassic-Reihe. Für mich ganz klar auf Platz Nummer 3 und das auch verdient.
Jetzt kommen wir hier zum ominösen Platz Nummer 2 und ich glaube, wenn ich euch erkläre, warum das Platz Nummer 2 ist und ihr meine Argumentation dazu hört, werdet ihr das eventuell auch nachvollziehen können. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. Platz Nummer 2, der heftigsten Tode aus Jurassic World Fallen Kingdom ist für mich der Tod der Isla Nublar. Und ja, ey, jetzt wirklich, spart euch diese ganzen Sprüche von wegen, oh, die Insel, die lebt aber eigentlich nicht wirklich, doch irgendwo schon. Es gibt bestimmte Filme, die Szenarien so aufbauen können, dass zum Beispiel auch Städte einen eigenen Charakter haben. Als Beispiel haben wir hier Sam Raimi's Spider-Man. Da ist das eben der Fall, dass Manhattan und New York generell einfach einen eigenen Charakter darstellt. Diese Stadt hat eine eigene Charakterisierung erhalten und die funktioniert eben auch. Ähnlich muss ich sagen, denke ich inzwischen auch über die Isla Nublar. Nicht ganz so stark wie jetzt in den Raimi-Filmen von Spider-Man. Mit der Isla Nublar verbinden wir aber, glaube ich, einfach alle den Anfang des Jurassic Park. Das allererste Mal, wenn die heroische Musik aufklingt, wenn der Helikopter über die Schluchten der Isla Nublar fliegt. Und nach Jurassic Park 1 sehen wir von der Insel ja eigentlich gar nichts mehr. Die taucht dann später erst wieder in Jurassic World auf und wir sind doch wirklich alle davon gecatcht gewesen, als dann Zack die Hotelzimmertüren aufreißt und die Musik tönt wieder heraus und die Kamera fährt über diese Insel und du erkennst aus irgendeinem Grund direkt, das ist die Isla Nublar. Es müsste nicht mal erwähnt werden, aber die Isla Nublar unterscheidet sich irgendwie auch optisch und vom Feeling her von der Isla Sorna und deswegen muss ich sagen, ja, hier zu sehen, wie die Insel untergeht, die das Jurassic-Universum erst wirklich aufgebaut hat, ist schon wirklich fies gewesen. Die Art und Weise, wie die Insel untergegangen ist, ich meine, das hätte man wesentlich besser aufbauen müssen oder sollen. Ja, Steven Spielberg hat in seinen Filmen, zumindest in Jurassic Park 2, The Lost World, auch nur mal in so einem Nebensatz erwähnt, dass geothermale Energie unter der Insel vorherrscht, also dass John Hammond viel Energie im Jurassic Park aus Geothermalenergie gewonnen hat. Aber Steven Spielberg hat das Ganze auch nicht wirklich aufgebaut, weil es in seinen späteren Filmen oder im späteren Verlauf seines Films keine Rolle mehr gespielt hat. Hier hätte er erneut einen Colin Trevorrow vielleicht wieder Vorarbeit leisten müssen, um das Ganze mal ein bisschen aufzubauen, denn dann kommt dieser Vulkanausbruch auch gar nicht mal so aus dem Nichts, denn viele denken sich erstmal, wieso hat das keiner kommen sehen? Oder noch die viel bessere Frage, wieso hat man einen Park auf eine Insel gebaut, auf welcher ein aktiver Vulkan steht? Die Antwort darauf ist eben ganz einfach, dass die Geothermalenergie für den Park gebraucht wurde. Und das ist auch irgendwie ein bisschen philosophisch, wenn man sich überlegt, dass diese Energie, die den Park einst am Leben gehalten hat, nun dafür verantwortlich ist, dass der gesamte Park oder die gesamte Insel einfach untergeht. In diesem Sinne sage ich ganz klar, ja, Platz Nummer 2 ist mehr als verdient. Auf Platz Nummer 1 haben wir, was bleibt jetzt noch übrig, den Jurassic Parkigsten Moment der gesamten Jurassic World Trilogie. Nämlich den Anfang von Jurassic World 2 Fallen Kingdom, in dem ich ganz kurz sogar gedacht habe, okay, ich unterschätze diesen Film gerade maßlos. Als ich die ersten Trailer gesehen habe zu Jurassic World 2, habe ich mir so ein bisschen an den Kopf gegriffen und gedacht, es ist irgendwie nicht das, was ich sehen will. Also ich hätte weder einen Vulkanausbruch sehen wollen, noch hätte ich gebraucht, dass wir in einer Villa ein Szenario bekommen, in diesem Fall hier eben im Lockwood-Anwesen. Das Ganze haben sie relativ cool umgesetzt. Ich sage immer noch, dass J.A. Bayona hier wahrscheinlich noch mehr hätte rausholen können, wenn man ihm da ein bisschen mehr kreative Freiheit gegönnt hätte. Allerdings passt das irgendwo schon dann zusammen. Dann habe ich den Film im Kino gesehen und dachte mir am Anfang, okay, diese Beginning-Scene, also diese Anfangsszene mit dem T-Rex, die macht irgendwie alles richtig. Und von J.A. Bayona, wer von euch 7 Minuten nach Mitternacht kennt oder im Original Monster Calls, weiß, was der Mann eigentlich leisten kann. Von Stimmung her, von Licht- und Dunkelheitseffekten her. Der Mann, der spricht über seine Bildsprache mit dir, zusammen mit der Musik und eben auch dem Schauspiel und der ganzen Geschichte. Und ich dachte mir wirklich, okay, das wird ein typischer J.A. Bayona-Film. Also gerade im Stil eventuell ja auch von Monster Calls. Weil auch hier bekommen wir ja die Nachricht, im Trailer schon mitgeteilt, dass die gesamte Isla Nublar untergeht. Und auch im Monster Calls befasst sich mit einem Thema, das einen wirklich runterzieht. Ja, der Mann schafft es wirklich, dir zu erklären, ich will jetzt hier nichts vorwegnehmen, wie es aber ist für einen Menschen, in einem bestimmten Alter mit Verlust umzugehen. Und ich dachte mir, eventuell bekommen wir jetzt hier wirklich einen Misch aus Horror und auch so einer Dramatik im J.A. Bayona-Stil, nur eben über den Untergang der Dinosaurier, den zweiten Untergang der Dinosaurier. Das haben wir natürlich dann im Endeffekt nicht bekommen. Trotz allem ist die Anfangsszene das typische Jurassic Park-Feeling. Und hier fällt vor allem eins wieder auf, Jurassic funktioniert am besten, wenn es auf einer Insel spielt. Das ist immer so gewesen. Und gerade Jurassic World Dominion, der ja wirklich reichlich Fehler hat, meiner Meinung nach,
hat es nicht geschafft, dieses Szenario logisch aufs Festland zu bringen. Denn es ist irgendwie auch schwer zu erklären, warum die Menschheit der Sache nicht Herr der Lage wurde. Gerade eben nach dem Lockwood-Anwesen-Ausbruch, wo 15 Saurier ausgebrochen sind, ist natürlich totaler Quatsch. Aber das Inselszenario, dass eine Gruppe von Leuten auf einer Insel feststeckt und niemand davon weiß, das funktioniert, das hat einen bestimmten Effekt. Man kann sich sofort da reinfühlen und denkt sich, okay, das ist eine sehr beklemmende Situation. Und die haben wir eben auch hier am Anfang. Dieses Spiel mit den Blitzen und mit der Dunkelheit, wo dann irgendwann ein Gewitterschlag kommt. Im Hintergrund, hinter dem einen Mann, sehen wir auf einmal die Silhouette vom T-Rex aufflackern und das Tier kommt immer näher. Und die Person merkt überhaupt nicht, was eigentlich los ist, weil der Regen so laut raschelt. Und ich habe hier wirklich sehr starke Jurassic Park 1-Feelings gehabt. Deswegen muss ich sagen, um das nur mal so vorwegzunehmen, die gesamte Jurassic World Trilogie, wenn ich die zusammenpacke, würde ich diesen Tod in der gesamten Jurassic World Trilogie wahrscheinlich auf den kompletten Platz einsetzen, weil er mir so gut gefallen hat und ich da wirklich, ohne dass jetzt großartig Fanservice auftritt, es kam nichts vor von wegen, nicht bewegen, dann sieht er dich nicht. Es kam einfach nur ein neues Szenario mit altbekannter Atmosphäre vor und es hat mir sehr gut gefallen. In diesem Sinne ganz klar auf Platz Nummer 1. Jetzt bist natürlich wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu meinem Ranking und schreib mir natürlich auch deine Plätze unten in die Kommentare rein. Es müssen nicht unbedingt 20 Plätze sein, schick mir einfach mal deine Top 3 Tode aus Jurassic World 2 Fallen Kingdom. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.